Ende der Sommerpause und es ist höchste Zeit. Die Welt ist schon wieder prall gefüllt mit gehaltvollen, sachlichen und konstruktiven Diskussionen. Wenn zum Beispiel jemand auf Twitter vorschlägt, in Zeiten der Energieknappheit die Wäsche aufzuhängen, anstatt den Trockner zu benutzen, antworten Leute ganz nüchtern und gefasst. Nur um mal eins klarzustellen, wenn ich meinen Trockner benutzen möchte, dann werde ich das tun. Ich lasse mir sicher nicht vorschreiben, wie ich meine Wäsche trockne. So weit kommt es noch. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti Will Reden. Es ist schon lustig, egal ob es um kürzeres Duschen, Waschlappen oder den Pool im Garten geht. Uns Deutschen erscheint offenbar schon der Gedanke an Verzicht so absurd, dass wir lieber ihr seid selber Waschlappen brüllen, als auch nur darüber nachzudenken, ob ein paar dieser Spartipps umzusetzen vielleicht auch in unserem eigenen Interesse sein könnte. Also versteht mich nicht falsch, wir haben allen Grund, sauer auf die Regierung zu sein. Keine Übergewinnsteuer, aber dafür die Gasumlage. Darauf muss man erstmal kommen. Dann dieser eine Typ, dieser Vergessliche, wie heißt der nochmal? Olaf Scholz. Über den könnte man sich ja auch aufregen, aber mir will gerade nicht einfallen, welche Funktion der nochmal in der Regierung hat. Oder Christian Lindner, der ist auch lustig. Christian Lindner behauptet, das Wort Dienstwagenprivileg sei linkes Framing, obwohl das Wort weder neu ist, noch von Linken erfunden wurde. Und zugleich bringt er das 9-Euro-Ticket mit der Antifa in Verbindung. Im ARD-Sommerinterview sagt er, es wurde vor der FDP-Parteizentrale demonstriert. Das waren viele linke Gruppen. Antifa zum Beispiel. Und ungeachtet der Tatsache, dass die Antifa ja kein Verein ist oder so, sondern ein Sammelbegriff für antifaschistische Gruppierungen, wird die Antifa gerne als Synonym für Linksradikalität genutzt. Herr Lindner versucht also, ein Bild in unsere Köpfe zu pflanzen. Das Bild von vermummten und mit Molotow-Cocktails bewaffneten Linksradikalen, die Regionalzüge belagern, wenn wir den gefährlichen Unsinn mit dem 9-Euro-Ticket nicht beenden. Das könnte man fast mit anti-linkem Framing verwenden. Wechseln, aber ich möchte unserem Finanzminister da auf gar keinen Fall etwas unterstellen. Also ja, Aufregepotenzial birgt die Regierung genug. Die Frage ist nur, wenn wir jetzt Rücktritt brüllen, was dann? Sollen dann wieder die Flummis übernehmen, die uns den ganzen Schlamassel, die ganze Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Despoten überhaupt erst eingeborgt haben? Wie geht gute und konstruktive Regierungskritik? Die Opposition lebt es uns leider nur so mittelgut vor. Das war nämlich die vielleicht poetischste Nachricht der vergangenen Wochen. Die Linke und die AfD rufen beide zu denselben Demos auf. Gegen die steigenden Energiepreise. Neue Montagsdemos. Das beweist natürlich nicht etwa die Hufeisentheorie, die ja mit freudiger Beharrlichkeit behauptet, rechts und links würden sich in ihren Extremen einander annähern, sondern dieser Fall zeigt, wie fundamental unterschiedlich Rechte und Linke sind. Die Linken streiten sich die meiste Zeit darüber, wer es würdig ist, sich links zu nennen. Und die Rechten sind sich alle darin einig, dass sie nicht rechts genannt werden wollen. Wenn sie sich streiten, dann um Macht. Oder wenn jemand unter ihnen so auffällig rechts ist, dass dies zu leugnen noch mehr Mühe erfordert als beim menschengemachten Klimawandel. Die Linken wollen sich politisch von allen distanzieren, die die Welt nicht ganz genauso sehen wie sie selbst. Und die Rechten wollen einfach alle und alles für sich vereinnahmen. Bestes Beispiel die Montagsdemos. Die Rechten haben vor ein paar Jahren gesagt, Montagsdemos, cooles Label, gehört jetzt uns. Wie so ein Bulli, der dir auf dem Schulweg auflaut und sagt, hey, coole Sneakers, das sind jetzt meine. Und dich dann barfuß zur Schule laufen lässt. Und jetzt kommt's war von einem Linken, nämlich vom Leipziger linken Politiker Sören Pellmann, der Vorschlag, den Begriff Montagsdemos wieder links zu besetzen und gegen die steigenden Energiepreise zu demonstrieren. Aber was passiert? Die Linken zerstreiten sich darüber, ob das eine gute Idee ist. Und bevor sie zu irgendeinem Schluss kommen, sagen die Rechten auch schon, hey, coole Idee, wir kommen auch in euren Sneakers. Das rechtsextreme Magazin Kompakt hat auf seinem YouTube-Kanal wirklich dazu aufgerufen, zu diesen Demos zu gehen und sich Sarah Wagenknecht als Rednerin gewünscht. Und darin äußert sich ein spannendes Problem. Es gibt Themen, die rechts und links einen. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass sie beide in der Opposition sind. Sie haben denselben Job, die Regierung zu kritisieren. Aber die Linke kann nicht Seite an Seite mit der AfD laufen. Kann sie wirklich nicht. Du kannst ja auch nicht einen Nazi zum Kaffee einladen und mit ihm über das Wetter reden, bloß weil ihr euch bei dem Thema zufällig einig seid. Wobei, das Thema Wetter ist ja gar nicht mehr so harmlos. Ein falsches Wort und schon ist man vom Wetter zum Klima gerutscht und dann war es das ja oft schon wieder mit der Einigkeit. Also, wer selbst nicht faschistisch ist, demonstriert nicht mit Faschistinnen und Faschisten. So einfach ist das. Nicht so einfach ist,
Was bedeutet das? Was hat es zur Folge? Was machst du, wenn Faschisten mit dir demonstrieren wollen? Es gibt ihnen eine Macht, die sie nicht haben sollten. Sie sind wie ein aufdringlicher Typ, der sich in einem fast leeren Café, in dem noch ganz viele Stühle frei sind, direkt rechts neben dich setzt und immer, wenn jemand vorbeikommt, wie zufällig den Arm um dich legt. Und wenn du aufstehst, um dich woanders hinzusetzen, folgt er dir und setzt dich wieder neben dich. Was machst du dann? Irgendwann gehst du nach Hause und überlässt ihm das Feld, beziehungsweise das Café. Das kannst du in einer Demokratie natürlich nicht machen. Denn wie es aussieht, wenn zum Beispiel die AfD ihre Form von Regierungskritik auslebt, sieht man aktuell auf der Seite des sächsischen AfD-Abgeordneten Carsten Hütter. Unsere Kinder sollen wegen seiner Hypermoral frieren. Habeck, jetzt den Stecker ziehen. Was heißt Stecker ziehen? Soll er nur von seinen Pflichten entbunden werden oder soll man ihm das Licht ausschalten? Es ist so ein Böse kann ich sein, ohne dass es justiziabel ist, Spruch. So ein Trump-Satz. Sowas, bei dem man nachher sagen kann, huch, jetzt habt ihr Robert Habeck angegriffen. Oder das Kapitol gestürmt. Nee, nee, so war das natürlich nicht gemeint. Aber hey, wir lieben euch, ihr seid very special. Und das ist doch schön. Krisen und Kriege und Katastrophen, wohin man guckt. Aber immerhin bleiben unsere politischen Debatten gehaltvoll, sachlich und konstruktiv. Das war die erste Folge von Bosetti will reden nach der Sommerpause. Im Sommer ist viel passiert. Eine von euch hat sogar herausgefunden, wo ich wohne. In Freiburg gibt es nämlich ein Haus zum Iltis. Und jetzt wisst ihr es. Da lebe ich mit meinen 93 Baby-Iltissen. Da ist das Studio, in dem das ZDF einmal pro Woche das Licht anschaltet. Und da lese ich all eure Kommentare zu Bosetti will reden. Zur letzten Folge, in der es um den Pflegenotstand ging, schreibt zum Beispiel KM: Als Pflegekraft kann ich für diese Folge nur von meinem Balkon aus applaudieren. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, um Wertschätzung auszudrücken? Ich weiß es nicht, ich kenne nichts anderes. Das ist lustig und sehr, sehr traurig. Zulfrag schreibt: Huh, ein neuer Kamerawinkel, Frau Bosetti ist dreidimensional. Ich dachte bisher immer, dass die Front an sich gewählt wurde, weil Frau Bosetti so flach ist wie ihre Witze. Bin ich auch. Ich bin aus Pappe, normalerweise werden nur meine Augen und mein Mund animiert, aber wir hatten noch ein bisschen Budget übrig, also dachten wir, klotzen wir mal eine Folge lang und machen eine 3D-Animation. MB schreibt: Frau Bosetti, Sie haben Hände? Nein, aber wir hatten wirklich viel Budget übrig. Kurz haben wir überlegt, davon Luxusparkett aus Italien im Studio verlegen zu lassen, aber dann dachten wir, warum nicht Hände? Andreas Andres schreibt: Wasser ist flüssig, Bosetti ist überflüssig. Das heißt, ich bin besser als Wasser. Danke. Und Flo Reich schreibt: Könnte man sich vielleicht auch mal über die Frauenquote in Frau Bosettis Redaktionsteam unterhalten? Ja, mir ist auch schon aufgefallen, es gibt kein einziges Mainzel-Weibchen. Ich werde es mir zur Aufgabe machen, das zu ändern. Das war's für heute. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann.